Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Wir sind unterwegs im Wallis. Heute machen wir eine Winterwanderung in Gran Montana. Was für ein Abenteuer. Ich war noch nie mit Schneeschuhen unterwegs gewesen. Der Thomas schon. Dass wir die Wanderschuhe heute zu Hause lassen, haben wir relativ spontan entschieden. Und ich muss es zugeben, ich habe auch noch ein bisschen gestürmt beim Thomas. Jetzt sind wir doch noch Schneeschuhe laufen. Was du eigentlich nicht hast wollen. Warum eigentlich? Ist es zu anstrengend? Nein, es ist überhaupt nicht anstrengend. Nein, aber es geht super auch mit Wanderschuhen hier, ja. Und mit Schneeschuhen. Man kann beides machen, das ist eigentlich der Vorteil. Ja. Je weiter wir raufgehen, desto mehr sind wir dann allerdings froh, dass wir die Schneeschuhe dabei haben. Es geht Ring und man kommt gut vorwärts. Wir sind auf einem offiziellen Winterwanderweg und immer mit uns dabei. Die Wanderleiterin Lori gerade hinter mir. Die Aussicht ist von Anfang an grandios. Man sieht auf das ganze Walliser Bergpanorama. Weit hinten zeigt sich das Matterhorn und noch so einige andere eindrückliche 4000er. Wie auf jeder Wanderung macht sich der Thomas viele Notizen. Vor allem die Arten von diesen vielen verschiedenen Tannen, Bäumen und Nadelbäumen interessieren uns. Mich beeindruckt Lore ihr grosses Naturwissen. Während die Unterländer Lärchenöl und Fichtenschaumbäder kaufen, laufen die Walliser einfach durch ihre Wälder und schnaufen die Luft ein. Vielleicht ist das Geheimnis, dass die Walliser so alt werden, denke ich. Neben Föhren, Fichten, Lärchen und Arven gibt es da sogar Birken und auch Hasenspuren entdecken wir heute noch so einige. Es ist schon zum zweiten Mal, dass wir Schneehasenspuren sehen, aber einen Hase haben wir noch nie gesehen. Das wird schwierig, die sind nachtaktiv. Und jetzt kommt auch der Moment, wo die Schneeschuhe wirklich unverzichtbar sind. Herrlich, wie gut man drauf kommt. Es gibt kein Rutschen und kein Wedeln. Auf dem Plateau oben beim Weiler Kreta Das bringt uns der viele Schnee noch auf andere Ideen. Mit den Schneeschuhen kann man nicht nur wandern, sondern richtig abheben. Ja, man kann auch gumpen mit diesen Dingern.
Thomas, ich finde, das hast du ziemlich gut gemacht. Du bist gefühlt etwa 100 Mal auf und ab gesprungen für uns. Magst du noch? Ja, ja, mag noch. Der Rücken ist ein bisschen nass, aber der rechnet auch wieder. Okay. Wir laufen noch ein bisschen weiter in Richtung Colombier. Dort gibt es ein Ökomuseum. Allerdings muss man reservieren, wenn man es anschauen will. Was man dort drin sieht, erklärt uns Lori. Was sieht man im Museum drin? Im Museum drin hat es Bilder, die erklären, dass die Leute dazumal vom Dorf zuerst in Brick gegangen sind, weil da das Gras schon bereit war für die Tiere, nachher wieder im Möcher ins Dorf sind gekommen. Und im Mai, das sagt das Wort schon Maiensee, sind sie in die Maiensee gegangen und von da aus noch zu Alpen. So langsam senkt sich die Sonne und es geht zurück zu unserer Ausgangsposition Aminona. Wir nehmen nochmal ein paar tiefe Lungenzüge und schnaufen ein bisschen Lärchen, Fichten und Arven ein, bevor es wieder zurückgeht in die grossstädtische Umgebung.